Herzlich willkommen zurück zu Spider-Man Miles Morales mit meiner Wenigkeit. Seid gegrüßt. Ja, Miles, hat es ja gar nicht einfach, ne? Ein 17-jähriger Teenager muss sich sein Leben erst noch aufbauen, nebenbei ein Superheld sein, versucht seine Gefühle für sich zu behalten. Ja, die große Liebe ist da nicht mit drinne. Jetzt will er seine beste Freundin Tinkerer alias Finny oder umgekehrt, Finny alias Tinker, von bösen Machenschaften abhalten, die in guter Absicht sind, wohlgemerkt. Was natürlich auch für ihn dann wahrscheinlich ein Zwiespalt ist. Seine Mom ständig in Gefahr aufgrund ihrer Kandidatur. Der Vater längst weg. Naja, er ist der einzige Mann im Haus. Und jetzt hat er endlich Kontakt seit Jahren wieder zu seinem Onkel, der früher ein Bösewicht war, angeblich sich zur Ruhe gesetzt hat und uns direkt wieder verrät. Also er hat's nicht einfach, ne? Muss man ehrlich sagen. Aber er darf dafür ein cooles Leben als Superheld führen. So, vorwärts, rückwärts und weiter. So, was wir natürlich machen können, wir können ja nebenbei au! Ich glaube, das tat selbst als Superheld weh. Wir können ja nebenbei hier gestohlene Spielzeuge noch wieder besorgen. Es wurde doch sicher nicht weniger gespendet als sonst. Ach, guck mal, und da hinten hätten wir noch mal so ein ihr wisst schon, diese Buden, wo das Zeug sein könnte, das wir ja sammeln vom Underground, wo wir die aufhalten und Roxanne und wie heißt denn das Zeug jetzt nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. So, hier haben wir noch eine Underground-Kiste. Die können wir noch einmal schnell aufspüren. Oh, wir haben hier viel in der Nähe, ne? Wir haben auf jeden Fall da auf dem Hausdach ein paar Gegner. Da drüben müsste das sein. Wir haben hier noch eine Kiste. Wir gucken mal, dass wir hier eins nach dem anderen abarbeiten. Okay, die Kiste muss hier irgendwo sein, an dem Gebäude oder auf dem Gebäude. Auf dem Gebäude. Wir haben auch einen dezenten Hinweis. Der Underground macht es uns einfach. Ist das nicht schön, wenn alle zusammenarbeiten? So, hier muss irgendwo die Kiste sein. Okay, die holen wir uns einmal schnell. Dann verprügeln wir die Bösen auf dem Dach gegenüber. Danke, Underground. Mensch, wie hieß denn dieses Zeug? Das macht mich ja jetzt kürre, ne? So. Wir sind ja sowieso auf dem Weg. Kommt schon, Leute. Mitten in der Stadt. Bitteschön. So, die Rakete kann er gleich wieder haben. Die wollen wir nicht. Oh mein Gott. Goodness. So. Nein, machst du nicht. So. Du bekommst auch noch einen mit hier. Ihr müsst ja irgendwie dazulernen, ne? Aua, das tat weh. Den verprügeln wir in ganz altertümlicher Manier. Und einen haben wir noch. Da ist noch einer. Irgendwo hier hat sich noch einer versteckt. Auf dem Dach da unten. Okay, das war's für ihn. Roxxon 0, Spider-Man. Hab den Überblick verloren. Der ist hier runtergefallen und hat sich nicht mal einen Fuß verstaucht, ja? Das ist ja nicht schlecht. Also die Ausrüstung von denen, die scheint ja echt gut zu sein. Okay, da müssen wir runter. Als nächstes die Spielzeuge. Aber ich finde das geil. Hier ist halt überall Action in der Stadt, wenn du willst, ne? Mann, wie schön dich zu sehen, Spidey.
Ja, ich wünschte, ich könnte das gleiche behaupten. Hast du Probleme bei der Spielzeugspende? Hey Spider-Man, ich bin Sam. Bei meiner letzten Inventur waren es ein paar hundert zu wenig. Wurden sie gestohlen? Ich weiß nicht, aber heute zum Beispiel sollten zwei Laster zum Sammeln unterwegs sein. Laut unseren GPS-Geräten sind es aber drei. Da stimmt was nicht. Da hat sich wohl jemand eingeschlichen. Hm. Soll ich rausfinden, welcher es ist? Wenn du ihre Nummernschilder überprüfen würdest, könnten wir sie hier abgleichen. Du kannst auf mich zählen. Genki, es fährt gerade ein Fieslaster zu viel durch die Stadt. Ich brauche deine Hilfe. Du könntest mit der Kamera im Anzug die Nummernschilder fotografieren. Und ich gleiche sie mit gestohlenen Autos ab. Versuch's mit dem Laster da. Ich brauche eine dickere Jacke. Funktioniert. Okay, ich habe die Lasterposition von Feast. Du solltest sie jetzt sehen. Knipst die Nummernschilder, damit ich sie vergleichen kann. Du bist der Beste. Alles Klärchen, das kriegen wir hin. So, da gibt sich jemand als Spendenorganisation aus. Ich muss das Spielzeug für die Kinder finden. Mann, dieser Feiertagsstress ist echt. Wieso schnappt sich jemand Spendenspielzeug? Als Tarnung? Hm. So, hier vorne haben wir gleich den ersten. Oh, der ist noch zu weit weg. Da ist einer. Schnell ein Foto vom Nummernschild. Boah, den haben wir noch gerade so gekriegt. Das Foto reicht nicht aus. Neuer Versuch. Was? Das war ein 1A-Foto. Gleich kommt der Moment der Wahrheit. Der ist okay. Ich wäre fast für den Bugle engagiert worden. Hätte Peter Parker abgelöst. Als Spitzenfotograf. Achso, doch, den hat er gewertet. Okay, dann müssen wir die nächsten beiden sammeln. Welcher ist denn dichter dran? Der hier rechts. Oh, da war eine Leiter im Weg. Oder eine Treppe. So. Dann nehmen wir mal hier die Verfolgung auf. Den kriegen wir auch noch. Stunts, weil wir cool sind und gegen die Markise, weil wir unfähig sind. So. Ein gutes Foto muss ich nah ran. Okay, Suche läuft. Bingo, folgt dem Laster. Okay, er ist es. Der zweite schon. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen den dritten auch noch holen. Haben wir uns ja richtig gut entschieden, wa? Und da sind wir. Dass du mich von Joe wie ein Idiot wieder stehen lässt, okay? Das ist sein Ding. Spielzeug klauen? Ich meine, die Kinder freuen sich doch darauf. Hey, ich habe auch nie Geschenke gekriegt. Hat mir nicht geschadet. Ja gut, nur weil du eine scheiß Kindheit hattest, heißt ja nicht, dass die anderen auch eine haben müssen, ne? Klingt, als stehlen sie das Spielzeug für ein schmutziges Geschäft. Und dieser Joe hat das Kommando. Wie finde ich ihn? Fotografiere ihre Gesichter. Dann jage ich sie durch eine Gesichtserkennungssoftware. Vielleicht gibt es ja Treffer. Okay. Ich werde mich sicher tarnen müssen, wenn ich so nah ran will. Oder reicht das? Nee, das reicht schon. Fotoabgleich läuft. Keine Strafakte vorhanden. Mach weiter. Also ich muss sagen, Genki, sein Zugriff auf die, auf die Polizeisysteme, das ist... Ich weiß nicht, ob wenn so ein 17-Jähriger die Polizei und deren Computer hackt, ob ich die Systeme von denen und die Firewall und die ganzen Sicherheitssysteme, was die da auf ihren Rechnern haben und Servern, ob ich da sagen kann, ich würde das auch als sicher empfinden. Wie, das war nicht okay? Zu weit weg, ne? Alles klar. Ich sehe in der Polizeidatenbank nach. Kein Treffer. Aber schönes Foto. Na, ich sag ja, ich mach Peter Parker Konkurrenz, ne? Jonah J. Jameson. Der hat mich ja auch schon angerufen, ob ich nicht für ihn arbeiten möchte. Er ist mit Peters Arbeit nicht zufrieden, außerdem hasst er Spider-Man.
ob ich nicht ein paar Spider-Man-Fotos machen kann, wo Spider-Man mit den Fingern in der Keksdose ist. Ja, wir müssen mal hier rüber. Immer noch zu weit weg. Okay, wir tarnen uns nochmal und gehen mal hin. Guten Tag, Sir. Bitte einmal recht freundlich. So. Starte den Abgleich. Einen Augenblick. Das ist unser Joe. Folg ihm. Kann ich hier irgendwo hoch? Ja. Das müssen die Käufer sein. Sobald sie zusammen sind, kannst du die ganze Operation hops nehmen. Das hier ist das angesagteste Spielzeug der Saison. Diese Spider-Man-Figuren bringen doppelt so viel wie letztes Jahr. Aber weil ich gerne mit euch Geschäfte mache, kriegt ihr Mengenrabatt. Okay. Das ist aber frech, ne? Kindern ihr Spielzeug klauen? Wolltet ihr etwa mit Anlauf auf meine schwarze Liste? Alles Gute kommt von oben. Ich zum Beispiel. So. Das ist der andere Spider-Man. Ich habe aber den Spider-Man einen abgelegt. Also kann ich wohl für ihn sprechen. Außerdem finde ich das ziemlich unfair. Warum bin ich immer die zweite Wahl? Ich habe schon so viel Gutes geleistet, aber keiner nimmt mich für voll, ja? Alle halten mich hier für den Ersatz-Billig-Spider-Man, für so einen Sidekick. Das ist so gemein. Die Feiertage sind gerettet. Schau mal in den Laster, ob das Spielzeug auch noch da ist. Oh nein. Warum immer er? Und vor allem, guck mal. Hast du nichts wichtig? Genki, ich hab das Spielzeug. Ich räum nur noch etwas auf. Den kriegst du halt nicht einfach vermöbelt, ne? Er gehört mir! Das reicht. Ich nehm jetzt das Spielzeug und geh nach Hause. Du lässt uns lieber in Ruhe, du Freak! So. So einen schönen Karate-Kick. Ich hab Mr. Miyagi geguckt. Du bist erledigt! Ich hab ihn! Hast du nicht? So. Warte mal. Ach Mensch, jetzt hat er doch noch geschossen. Gib mal her! Du kannst damit sowieso nicht umgehen. Feigling hier. Ich mach doch auch alles mit der Hände und Netze. Guck. Ui, 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 ui. Rast dich aus hier. Hey Sam, ich hab das Spielzeug. Ich schicke dir den Standort. Du findest alles an den Docks von Midtown. Ich muss so eine Palette, so ein Dings hier. Ich komme sofort dorthin. Titschen lassen. Wie so ein Stein. Wie soll ich dir nur danken, Spider-Man? 100 das Euro. Das rettet vielen Kindern die Festtage. Ist mir egal. Ich werde das Spielzeug sicher zurückbringen. Keine Ursache, Sam. Ich wünsche dir schöne Feiertage. Und ich will 100 Euro. Ah, diese Superheldennummer ist sowas von lame. Ich verdiene nicht einen Cent damit. Gibt es was Besseres, als Spielzeugdiebe zu fassen und Kinderaugen strahlen zu lassen? Ja, Geld, Geld zu bekommen für meine Mühe. Ich bin mein schlechtester Arbeitgeber. Ja gut, ist ja gleich um die Ecke holen, weil wir wollten ja sowieso hier das Nu-Form. Ah, jetzt hab ich's. Jetzt bin ich drauf gekommen. Nu-Form, das war's. Mein Gott, ey. Ja, manchmal musst du den Kopf freikriegen, ne? Dann fallen einem die Sachen auch wieder ein. Wenn ich nicht eingreife, passiert noch was. Ja, die Polizei ist so hinterher. Polizei, halten Sie an. So. Hier spricht Spider-Man. Bevor wir verletzt wird. Den nehmen wir auch noch mit raus. Wie viele haben wir? Oh, jetzt müssen wir das Auto gleich wieder anhalten, ne? Oh, shit. Ich hab's wieder nicht geschafft.
Äußerst lief nicht so gut. Naja, aber das Auto steht, ne? Ich krieg den nie vernünftig angehalten. Wobei, ist ja angehalten, ne? Angehalten ist angehalten. Wir wollen mal nicht so pingelig sein. So, und hier war irgendwo noch das Move-Raum. Das wurde mir doch angezeigt auf dem... Bin ich so weit gewandert? Hier. Da sind wir aber echt weit gewandert, ne? Guck mal, wir haben zwei davon alleine auf dem Weg hierher. Da haben wir Nuform. Wir könnten hier noch die Beats machen. Aber das ist so ein bisschen... Hier haben wir noch eine Kiste. Dann holen wir uns erst die Kiste, dann das Nuform. So. Die Kiste ist wahrscheinlich auf dem Dach. Das heißt, wir müssen an Höhe gewinnen. Hier haben wir noch ein dezentes Zeichen, dass hier der Underground in der Nähe ist. Man sieht es an dem grauen Beton hier rechts. So. Hier werden doch bestimmt Gegner kommen, oder? Ein App-Nutzer hat einen Diebstahl aus einem Fiestlaster beobachtet. So ein Hochhausdach, da, die werden doch hier irgendwo auf mich warten. Underground hat es unbemerkt hier aufgeschafft. Ich bin beeindruckt. Ich bin eher beeindruckt, dass die das einfach hier so liegen lassen überall in der Stadt. Das scheint echt keinen zu jucken, ob es gefunden wird. Als nächstes markieren wir uns das hier. So, gucken jetzt einmal hier, was ist hier vorne los. Ah, Großstadt, ne? Da hast du immer was zu tun. Ich möchte auch kein Polizist sein, muss ich ehrlich sagen. Kein Polizist sein. Habe ich sein gesagt oder sagen? Auf jeden Fall will ich hier nicht Polizist sein. In New York. Ah, ist ja nur Ärger. Den ganzen Tag Schererei. Wir brauchen die Vorräte. Jetzt sind sie für uns! Bestehlt Obdachlose? Wie tief kann man denn noch sinken? Oh, das sind die Knackis, die abgehauen sind. Vorsicht, die kriegen Verstärkung. Wer? Wo? Oh ja. Es sind schon ein paar, ne? Weg hier. Du Unhold, du Ganove, du Krimineller. Spider-Man kann mich nicht retten, aber das öffnet der Tür schon. So frech. Die kommen echt aus dem Nichts. Der hat schon wieder versucht, den Wagen zu klauen. Aber du nicht. Nicht deine Liga. So. Das ist ja unfassbar. Wie dreist kann man sein, mitten in eine Schlägerei noch das Auto hier abzuziehen? Oder abziehen zu wollen? Jetzt hat er schon wieder Probleme. So, einen haben wir noch. Moin! Böser Junge! Das waren alle. Kannst rauskommen. Jungs, ihr müsst echt an eurer Einsatzbereitschaft arbeiten. Raus nichts mehr sichern. Einfach festnehmen. Jetzt schwing ab, wir müssen arbeiten. Wo denn? Du fährst nur noch die Gefangenen weg. Ich hab die ganze Arbeit gemacht. Schwing ab, wie unhöflich. Sind Sie verletzt? Mir geht es gut. Zum Glück war Spider-Man da. Arschloch. Ja, zum Glück war Spider-Man da, ne? Spider-Man hat er gesagt. Hast du das gehört? Spider-Man, nicht die Polizei. Ja. Zum Glück wart ihr nicht da. So. Das kratzt an seinem Ego. Das hat er jetzt davon. Schwinge ab, sagt er.
Sowas Unerhörtes. Wieder mal 100% seiner Arbeit gemacht. 98. Ins Gefängnis bringen muss er ihn ja, ne? Ist denn auch nichts anderes wie ein bewaffneter Taxifahrer? So. Oh, da ist schon wieder was. Aktuelles Verbrechen. Das ist aber leider auf der anderen Seite. Da haben wir keine Zeit für, ne? Ich bin froh, dass uns die Netze nicht ausgehen. In diesem kleinen Kabuff? Roxxon. Okay, irgendwelche Gegner hier? Genki, ich bin im Roxxon-Labor in Chinatown. Kommst du in deren System rein? Kinderspiel. Ich schreibe Handyspiele, kreiere Spider-Anzüge, hacke Konzerne. Ich bin ein Allrounder. Regular plus Premium Diesel. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, wenn das nur vom... eine Ratte. Weg hier. Du bist nicht mein Freund, Redman. Ich weiß nicht, ob ich das für gut finde, wenn das Nuform an der Tankstelle ist. Okay, ich denke mal, darf ich hier rein? Okay, hier haben wir ein Auto drinne. Da. Und ich bin im Netzwerk. Ich sehe, was du siehst und alle Kabel im Labor. Nett. Legen wir diesen Ort lahm. Ich bin da trotzdem nicht von überzeugt. Ist versperrt und verstärkt. Ich öffne sie, dass wenn das sie unter einer Tankstelle ist. Ich sag jetzt mal auch als Bösewicht von Nuform, ne? Würde ich mir da nicht Gedanken machen? Ich meine, ich mache ja irgendwann, ich besuche meine Standorte, ne? Als guter Chef. Mach Visite, scheiß Leute zusammen, ja? Muss den einen oder anderen Angestellten erschießen, einfach nur, weil ich der Böse bin. Und ich habe keinen Schiss, mein Nuform unter einer Tankstelle zu besuchen? Ist gereicht? Ja, die Tür ist jetzt auf. Alles hier hängt an einem Nuform-Reaktor. Muss ich nur abzapfen. Du solltest ihn im Erdgeschoss direkt vor dir finden. Alter Schwede, ist das groß. Quartalsbericht? Ich lese das Zeug. Was willst du damit? Ich will Beweise, falls das Nuform... Du weißt schon, mich krank macht. Über Tschernobyl gelesen. Three Mile Island. Kein großer Unterschied. Das würde ich an deiner Stelle nicht im Dienst sagen. Ja, er ist auch nicht davon überzeugt mit dem Nuform. Okay, hier haben wir die Möglichkeit, einen Netzschlag zu machen. Können wir, haben wir hier irgendwas, wo wir den hinlocken können? Einen von beiden? Das sieht leider nicht so aus. Können zwar einen Lauerangriff... Moment, ich glaube, hier ist was. Okay, jetzt können wir den hier hochholen. Augen auf, hier sind Netze! Schlafenszeit. Wer weiß ja, achso, wegen dem Boden. Ich wollte gerade sagen, wer guckt denn hier hoch? Wobei, so tief baumeln die gar nicht, ne? Also eigentlich müsste er es sehen. Eigentlich müsste er sehen, dass hier zwei Leute hängen. Aber er geht mit Tunnelblick durch die Arbeit. Ist der... Können wir da sicher agieren? Sonst, wir können ihn ja hier vorholen. Wunderbar! Okay, den haben wir. Diese Schächte hier sind nur gut für diese Minen, die wir haben. Glaube ich. So, wir gehen erstmal hier hinten lang. Hoppala. Das war jetzt nicht meine Absicht dahinter. Okay, das hat einer gesehen.
kommt er denn her? Habe ich nicht gesehen. Sind die wieder gerade gespawnt? Was haben wir hier noch? Okay, warte. Nimm dir doch mal einen Stuhl. Hm? Setzt euch doch erstmal eine Runde. Oh, perfektes Timing. So, was haben wir hier noch für Möglichkeiten? So. Immer aus der Luft agieren. Das Problem ist euer Luftbombenreaktor. Und die Lösung, dass ich ihn lahmlege. Ausweichmanöver. Okay, den haben wir. Weißt du was? Brauchen wir den nur einfach als den Schnauze. Nichts, womit wir sie bloßstellen könnten? Nein. Etwas über Tests. Ah, das ist ja jetzt, ach ja, stimmt. Oh, das habe ich vergessen, dass der das kann. Ein kleiner Funke reicht schon. Dagegen ist Benzin die reinste Limonade. Oh, bitteschön. Das klang in meinem Kopf noch besser. Hab's kapiert. Einmal mehr ist Nuform weit gefährlicher, als Roxxon zugeben will. Ah, ich bin reingesprungen. Nein, weg hier! Oha. 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 Okay. So. Das gibt's nicht. So, einmal ein bisschen zur Seite. Wollen wir die da oben erstmal wegnehmen? Oh, das ist nicht gut. Oh, wow. Ich kann die Schilde, kann ich mit meinem Venom-Schlag gar nicht schlagen. Oh, das war knapp. Alter, das Zeug, das macht mich fertig. Wow. Okay. So, einmal hier hoch. Das wird jetzt schon dezent anstrengend, ne? Jetzt aber. Los, versuch doch aufzustehen. Wir sollten nicht ganz so großkotzig sein. Bis jetzt haben wir ordentlich auf den Arsch gekriegt. Oh nein. Okay. Die Leute, die mit den Schildern, die sind halt sowas von pervers. Ach, ich bin wieder reingerollt. Ups. Du kannst die Leute mit dem Schild, du kannst sie einfach nicht mit dem Venom-Schlag schlagen, weil dein Venom wird von den Schildern absorbiert und kommt als dieser komische Energieimpuls wieder zurück, ne? Da hast du echt keine Schnitte drin. Ich lese das. Was willst du dann? Ich will Beweise, falls das nur vom. Du weißt schon. Schaut mal. Ich hab über Tschernobyl geredet. Dreamer. So. Das würde ich an deiner Stelle nicht im Dienst sagen. Okay. Was war das? Nimm erstmal den hier weg. Ich sag mal, die hier, das hat ja gut funktioniert. Die anderen, da muss ich mal gucken, ob die schon wieder gespawnt sind. Halte die Augen auf. Ob die wieder in dem Moment gespawnt waren, als. Oh. Ob
Das hat er gehört, ja? Mann, das sind 1, 2, 3. Einer stand da, einer war hier im Loch. Oder ich habe den echt nur nicht gesehen, ne? Das kann natürlich sein. Wie habe ich denn nochmal die... Ah ja, genau. Hier war die Auswahl. So, den holen wir uns gleich nach oben. Na, er müsste doch gleich kommen. Ich brauche hier Unterstützung. Ah, gut, das wäre jetzt ein bisschen unpraktisch vom Timing. Dann müssen wir das dezent anders machen. Na, da habt ihr aber eine Erleuchtung gekriegt, wa? Viele kommen da hin. Nicht einer, nur einer. Okay, warte mal. Hallöchen, mein Name ist Roboman. So, jetzt können die Bots hier mal ein bisschen mithelfen. Ich weiß halt nicht, wie lange, die werden nicht allzu lange leben, ne? So, wichtig ist ja, dass die uns nicht binden. Aber die mit den Schildern laufen hier per se nicht rum, ne? Die holen sich die Schilder erst, wenn sie uns gefunden haben. So, was haben wir denn noch Feines? Wir haben nochmal zwei Minen. Den holen wir schon mal weg. Das Problem ist euer fieser Nuform-Reaktor. Und die Lösung? Dass ich ihn lahm. Ah, jetzt haben wir den mit dem Schild. Hey, ich habe hier schwer zensierte, aber noch lesbare Akten. Okay, das hat die zwar gewundert, aber die können nichts ausrichten. Nein, etwas über Tests, die bestätigen, dass Nuform in Kombination mit Strom explosiv ist. Wie man wenne. Ein kleiner Funke reicht schon. Dagegen ist Benzin die reinste Limonade. Und das Ding ist unter einer Tankstelle. Das klang in meinem Kopf noch besser. Hab's kapiert. Einmal mehr ist Nuform weit gefährlicher, als Roxxon zugeben will. Okay, jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge wollen wir die wegnehmen? Nein, da oben. Alarmstufe rot. Er ist nicht hier. Oh, das hast du nicht mitgekriegt. Das ist aber glücklich gelaufen. Okay. Oh nein. Oh ja, das bin ich. Oh. Kleinen Moment. Geht doch. Nein, bitte nicht. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Kleinen Moment. Erstmal muss der hier weg. Ach ja. Oh nein. Es fing so gut an, oder? So. Bisschen hier aufs Ausweichen achten und kein Venom benutzen, ganz wichtig. Außer bei dem mit dem Schild. Oh, 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 oh. Es reicht!
Oh, habe ich nicht mehr. Kein Problem. Ich muss auch erstmal weg da. Fettfingern, das kann ich gut. Könnte ich nur so gut kämpfen, wie ich fettfingern kann. So. Mein Gott. So, jetzt müssen wir aber mal hier einen Zahn zulegen. Oder auch nicht. So. Hier haben wir noch einen Feuerlöscher. Lösch dich mal nach der Explosion. So, das sind mir die Liebsten hier. Gegen die kann man zumindest vernünftig sich prügeln. Die mit dem Schild, die sind ja heftig. Da hatten wir noch einen mit dem Minen versetzt. Haftmine haben wir draus gemacht, ne? Die Wachen sind erledigt. Und jetzt der Reaktor. Ist es das wert, dafür krank zu werden? Oh. Ich muss das tun. Die dürfen kein Nuform mehr herstellen. Okay, der Reaktor. Wo haben wir den Reaktor? Hier vorne war es. Und absorbieren! Nicht so schlimm. Letztes Mal hast du uns schlimmer erwischt, würde ich sagen. Das Rolltor ist jetzt offen. So kommst du hier raus. Ohne Gegner oder mit Gegner? Also wenn mit Gegner, dann bitte ohne Schild. Guck mal, was die hier alles haben. Können wir damit was anfangen? Die Exoskelette, Vitalfunktion, Kisten, Waffen, Helme. Hier haben wir nochmal alles in groß. Hier sollte ich mich mal umsehen. Da würde ich auch sagen. Liebe Roxxon-Mitarbeiter, als Dankeschön für eure harte Arbeit haben wir ein kleines Geschenkpaket für euch vorbereitet. Freut euch auf tolle Roxxon-Goodies. Wartet nur, bis ihr die Sonnenbrillen seht. Tickets für unsere Weihnachtsgala. Und, das wird euch umhauen, eine Gratis-Anmeldung zu unserem Coaching-Programm. Boom! Vielleicht sehen wir uns ja bald im Kurs. Denkt dran, wir sind für euch da. Klar. Wir sind für euch da, falls ihr das Nuform überlebt. Der Typ geht gar nicht. Spart Gehälter, ne? So, hier komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. Aber hier wird uns schon was angezeigt. Da können wir rein. Hättest du dir vor einem Jahr träumen lassen, dass wir mal einen bösen Energiekonzern zu Fall bringen? Ja. Ganz ehrlich? Nein. Früher haben wir in Chemie Batterien hergestellt. Jetzt bist du selbst eine Batterie. Abgefahren, Mann. Kann kaum erwarten, wie es weitergeht. Oh, das ist ja das reinste Labyrinth. Nein, ist alles denn ja, aber ganz schön langer Weg, ne? So, damit sind wir wieder draußen. Und ein großes Stück näher an unserem Ziel. Wir haben noch fast 2000 Meter vor uns. Mal gucken, was wir alles auf dem Weg dahin noch erleben werden. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Mit Miles Morales, der wandelnden Spinne, den einzig wahren Spider-Man. Aktuell. Peter hat ja noch Urlaub. So, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.